Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica Below Zero. In der letzten Folge haben wir die Omega-Basis gefunden, die uns leider mehr enttäuscht hat wie alles andere, aber gut, so ist es halt. Und ja, wir sind jetzt mit der Seebahn hier erstmal noch ein kleines bisschen unterwegs und hoffen, dass wir nicht irgendwo von irgendwas Großem gefressen werden, sondern vielleicht noch irgendwas Interessantes entdecken können. Schauen wir mal, was wir so finden. Wir haben halt mittlerweile die Seebahn, sie ist jetzt nicht mehr die kleinste. Oh, da liegt irgendwas. Es ist nicht mehr die kleinste Seebahn, die wir jetzt haben. Es dürfte Aquariumabteil aber sein. Sieht zumindest danach aus. Wir gucken uns hier nochmal schnell um. In der näheren Umgebung. Die Seebahn ist tatsächlich aufgrund der... sie ist halt abartig unwendig. Das ist Aquariumabteil, ja. Das ist Aquariumabteil. Sie ist leider sehr unwendig. Deswegen, ja, fahre ich damit nicht so gerne durch die Gegend hier. Vielleicht können wir mit dem Kriegsanzug vielleicht sogar mehr erreichen. Aber ja, wir fahren erstmal. Wir fahren mal damit. Wir probieren es mal. Oh, ihr merkt schon, ich steige immer gerne aus und erkunde so das Ganze ein bisschen. Das hat alles auch seinen Grund, wieso wir das so machen. So, unter uns ist dieser Riss, wo es dann zu Ellens Körperteil... Ich wollte gerade sagen, das sah aus, wie wenn sich das gerade bewegt hat vor mir. Gott sei Dank nicht. Ah, guck mal hier. Das ist aber das an Land, oder? Ja. Genau, hier waren wir schon. Wir gehen mal noch weiter in die Richtung hier. Und gucken mal, was wir da noch finden. Und ja, mal gucken. Wir haben mittlerweile den Parallelprozessor 3 von 3. Das bedeutet, ja, wir können die Story auf jeden Fall voranbringen. Werden wir demnächst tun? Was man auch mal machen könnte, vielleicht nochmal hier unten gucken tatsächlich. Ich weiß, hier geht es zwar eigentlich in den Graben, aber es... Da unten leuchtet auch irgendwas. Allerdings da mit der Seebahn reinzugurken, ja, es ist... Angenehmeres. Hier sah nur so aus, wie wenn es... Obwohl, da leuchtet doch was, oder? Sind das nur Pflanzen, oder ist das... Weil es grün leuchtet. Sind auch nur Pflanzen, oder? Ja. Ja, hier unten müsste es Richtung Ellen Körperteil halt gehen, wo wir bereits waren und das wir sogar haben mittlerweile schon. Huch. Huch. Ja, der Nachteil an der einer sehr langen Seebahn ist, die ist tatsächlich viel unwendiger halt. Wir steigen nochmal aus. Vielleicht... Wir könnten den Krebsanzug abdocken und könnten uns dann hier nochmal so umsehen mit dem Krebsanzug. Der ist halt da tatsächlich besser dann geeignet, um ein bisschen in die Ecken reinzukriechen. Sowas, was wir jetzt hier beispielsweise gerade machen. Rubine haben wir noch, wie Sand am Meer. Rubine muss ich tatsächlich nicht einsammeln. Was wir einsammeln würde, wäre Diamanten, weil uns die mittlerweile so ein bisschen ausgehen. Was ist das denn für ein Geräusch gewesen? Wir können Blasenfische, wenn wir Blasenfische sehen, mitnehmen auf jeden Fall. Denn wir brauchen ein bisschen Wasser. Pfeilrochen. Cool, hatten wir noch gar nicht. Okay, so weit wegschwimmen will ich allerdings auch nicht. Pfeilrochen, eine neue Kreatur. Hier ist noch einiges, was wir erkunden können, aber... Es scheint gerade Nacht zu sein, weil die schlafen hier. Ja, wir haben noch einiges hier zu erkunden, aber... Frage ist... Was bringt es uns? Und wo kommen wir hin? Das hier müsste die Titan sein. Ja, das ist Titan. Ist halt hier relativ eng. Zwischen dieser Insel. Hm. Ist die Frage nach unten oder erstmal weiter hier oben? Ich glaube, wir suchen erstmal oben und gehen dann nochmal nach unten. So. Da wir gerade so stehen, dass wir Fabrikator benutzen können, machen wir gleich mal die Glasenfische zu Wasser. Wir können unseren Wasservorrat so wieder ein bisschen auffüllen. Wir werden noch eine Weile unterwegs sein, glaube ich. Also die Folge auf jeden Fall werden wir noch unterwegs sein.
Nächste Folge müssen wir mal gucken, ob wir dann wieder auf dem Weg zurück sind oder nicht. Kommt drauf an, was wir noch zu finden eigentlich. Bis jetzt hat sich's relativ in Grenzen gehalten, was wir gefunden haben. Aber schauen wir mal. So, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung hier weiter. Also wir entfernen uns praktisch noch ein bisschen weiter von unserer Basis. Ich bin mir relativ sicher, dass er hier irgendwo in Leviathan in der Nähe ist. Wir können eigentlich schon mal wieder aufladen. Unser Schiffchen, falls wir angegriffen werden. Ich glaube, wir sind einmal außen rum, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, wann wir in Kreis gefahren sind oder ob wir in Kreis gefahren sind. Geht's hier in Richtung des Kraters? Wir gucken mal. Ich glaube, hier geht es in Richtung des Vulkans. Sieht zumindest danach aus. Boah, riesen Fischschwärme. Ich habe halt... Sag ich doch, da ist ein Leviathan. Die Beschützer sind meistens was Cooles. Aber da komme ich bis hier hin. Wenn dem so wäre, haben wir ein Problem. Weil der auch mal eine Seebahn angreift, wenn ich nicht drin bin. So, und hier, glaube ich, ist schon... Ich glaube, hier hört schon das... Also... Ich würde mal sagen, hier hört langsam die Map auf. So, hier wäre Titan, Quarz, was man abbauen könnte. Ich habe eigentlich die Hoffnung, dass wir so ein bisschen an dem vorbeischwimmen können. Da diese Geräuschkulisse macht einen Kehre. Nicht, dass er gleich hinter mir auftaucht. Ne, da vorne ist er. Ich möchte mit dem nicht wirklich Bekanntschaft schließen. Ist das hier der Krater? Das ist irgendein Krater auf jeden Fall. Das ist doch der Krater. Hier war aber kein Leviathan, wo ich hier war. Das ist der... Das ist der... Wir gucken mal rein. Das ist, glaube ich, der kleine... Das ist der Krater, wo wir schon drin waren, oder? Hier gibt es zumindest Diamanten. Oder ist das ein anderer Krater? Und Lithium massenweise. Ist das der Krater? Oder ist das ein anderer Krater? Das ist der Krater. Hier waren wir schon. Das haben wir schon gescannt. Hier haben wir ja dieses Seebahnabteil bekommen. Ja, hier haben wir das Seebahnabteil bekommen. So, Lithium. Wir haben noch 100 Luft. Wir müssen gleich wieder nach oben. Ja, hier haben wir das und den Ionenwürfel haben wir auch schon weggeführt. Da war links kein Leviathan da, wo ich das letzte Mal da war. Ich weiß nicht, wahrscheinlich verbuggt ein bisschen und war irgendwie weggebuggt oder sowas vielleicht. Keine Ahnung. Ja, der war zumindest nicht da. 90 Luft, müssen aufpassen. Ich hätte zum Notfall, also wenn wir, bevor wir drauf gehen, können wir tatsächlich uns in unser Schiff teleportieren. Ich habe ja mittlerweile diesen Teleporter gebaut. So, da ist jetzt der Leviathan. Notfalls müssen wir uns von dem tatsächlich irgendwie anhitten lassen, wenn es ganz doof läuft. Wo ist denn meine Seebahn? Da. Ich glaube, wenn wir uns relativ flach am Boden halten und er gerade in der andere Richtung unterwegs ist, wenn wir Glück haben, kommen wir hier vorbei. Wir haben kein Glück. Uiuiuiui. Wir haben doch Glück. So, Titan, Titan, Titan. Sieht nach Kupfer aus. Ja, Kupfervorkommen. Titan vorkommen. Könnte man jetzt mit dem Kreislaufzug abbauen. Brauchen wir allerdings nicht.
weil wir auch so genug Material kriegen. Ja, ja, ja. Bin schon dabei, bin schon dabei. Aber wir haben gut Diamanten und Lithium mit eingesammelt. So, ist hier alles voll? So, Schiff ist auch schon relativ voll. So, vor uns ist also der Krater. Ja, dann fahren wir nochmal nach da, würde ich sagen. Und gucken uns da noch ein kleines bisschen um. Wir haben noch das Diamantbiom mit dem großen Leviathan, wo wir sogar vom PDA gewarnt worden sind, dass wir da ja nicht hingehen sollen. bin mal gespannt, was da dann dementsprechend passiert. Wir haben noch einige Allen-Teile wahrscheinlich, die wir finden können. Oder sollten. Ich glaube hier, das ist so Map, das sieht so nach Map-Ende aus tatsächlich. Schon fast hier. Können ja mal als Spaßeshalber hier runterschwimmen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich so Map-Ende. Wir sollen jetzt auch schon relativ weit tatsächlich draußen sein. Ja, das ist Map-Ende. Wenn so langsam das Gebiet ganz, ganz karg wird und gar nichts mehr dasteht, ist meistens Map-Ende. Okay, wir schwimmen mal zurück. Schwimmen dann, glaube ich, tatsächlich, oder werden dann uns in Richtung Basis wieder aufmachen. Wir können ja den Parallelprozessor jetzt bauen. Das heißt, wir können den, das Signal abschalten für Altera. Dann müsste sich Magda wieder bei uns melden. Oder dann können wir weiter mit ihr reden. Die gibt uns dann vielleicht preis, wo der Leviathan-Körper ist, den wir noch nicht finden können, gefunden haben. Und dann gucken wir mal. Lass mir das Story halt ein bisschen weitermachen. Ist nur ein Dings, oder? Ein riesen Schatten. Ach, so eine Pflanze hat man schon. Die kann man komischerweise nicht mal scannen. Sieht aber cool aus. So, was haben wir hier noch? Ich glaube, hier war mal, oder? Es müsste relativ nah an der Omega-Basis sein. Glaube ich. Was wir nochmal machen können, wir können nochmal... Ist das nah? Allen Körper 500 Meter. Ja, das ist hier. Okay, hier waren wir eigentlich schon. Wir schwimmen mal in die Richtung, weil ich bin der Meinung, in der Richtung hier waren wir noch nicht großartig unterwegs. Komm nur her, wenn du was willst. So, wir haben kurz keinen Strom mehr. Das wird kurz dauern. So. Das lädt aber, glaube ich, sogar unsere Batterie wieder auf. Ich bin mir unsicher, aber wir sind jetzt bei 87 Batterie. Ich bin in der Meinung, wir hatten ein bisschen weniger. Aber das müsste schon fast in die andere Basisrichtung gehen. Hier ist nochmal ein Krater. Was haben wir hier? Finden wir hier vielleicht noch irgendwas Interessantes? Das sieht eher auch schon wieder nach Map-Ende aus. Also wenn es so ganz karges Gebiet ist, kommt normalerweise nicht mehr viel. Und wenn es vor allem Steine unten geht... Da wird nichts mehr kommen, glaube ich. Okay. Ja, dann nochmal zurück. Dann notfalls halt tatsächlich Richtung Basis. So, was haben wir hier? Schiffswrack. Ist das... Das... Hier war aber schon, oder? Ja. Okay, wir sind hier gelandet. Das ist das Schiffswrack, wo wir schon untersucht haben, oder wo wir komplett untersucht haben. Tatsächlich ist es so ziemlich das größte Teil, aber die, hier waren wir schon. Was wir eigentlich so nicht gemacht haben, ist oben beispielsweise mal untersucht. Hier, und hier links irgendwo war aber auch nochmal ein Leviathan, bin ich der Meinung. Man sieht hier auch, hier ist relativ viel los. Genau, hier waren wir und haben das Ding hier untersucht. Ich glaube, hier konnten wir sogar reingucken. Hier war der erste, hier haben wir die Krebsanzugteile gefunden, hier an der Seite müsste der Eingang sein. Das müsste das sein, oder? Huch. Wir können den Metallschrott mitnehmen.
Ist das ein anderes? Nee. Nee, hier hinten irgendwo müsste das sein. Ja, hier liegt der Krebsanzug. Und hier irgendwo hatte ich, glaube ich, nochmal einen Leviathan gesehen. In dem Biom hier. Da können wir mal gucken, tatsächlich. Ob wir da vielleicht noch irgendwas Sinnvolles finden. Die andere Frage wäre natürlich auch, kann man hier noch irgendwo rein? In diese abgegrenzten Teile? Aber ich glaube nicht. Sah zumindest nicht danach aus. Wir können mal nach hier unten gucken. Aber hier war halt wirklich noch auch noch... Hier ist irgendwo... Das Vulkangebiet, hier ist irgendwo ein Leviathan unterwegs. Da ist halt dann wieder Vorsicht geboten. So. Das in der Mitte sieht ganz interessant aus, tatsächlich. Hier sind relativ viel von den Haien, aber die sollten uns eigentlich nicht stören. Hi. Die greifen mich nicht mal an. Okay. Da hinten sind auch die Quallen. Das hier in der Mitte sieht noch bis... Das sieht interessant eigentlich aus. Ich glaube, wir parken hier mal. In dem Gebiet waren wir schon mal unterwegs. Ein bisschen. Aber wir haben uns ein bisschen umgesehen. Da hatten wir allerdings noch nicht die Ressourcen, die wir jetzt haben. Also beispielsweise, ich glaube, da hatten wir sogar noch wenig Luft zur Verfügung. Und mittlerweile haben wir ja relativ viel Luft. Beziehungsweise wir haben auch so einen Krebsanzug, mit dem wir hier durch die Gegend fahren können. Wir können uns hier auf jeden Fall nochmal umgucken, ob wir noch irgendwas Interessantes finden. An brauchbaren Dingen. Oh, die ergeben recht gut Wasser. Wobei Wasser, wir haben eigentlich genug. Rubine. Rubine, Rubine, Rubine. Die Quallen. Ich glaube, wir gucken uns mal da unten noch um. Wir fahren mal mit der Seebahn, wobei, ja, doch, wir fahren mit der Seebahn runter. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht Krebsanzug nehmen, aber wir nehmen die Seebahn. Krebsanzug haben wir dabei, also wenn irgendwas... Wie viele Fische hier sind. Wahnsinn. Das sieht einfach so schön aus. Hier ist recht viel zum Abbauen auch. Ich glaube aber, hier ist nichts mehr. Ja, wir gucken uns hier nochmal um. Wir fahren jetzt mal mit der Seebahn so ziemlich... Also wir versuchen mal ein bisschen tiefer zu kommen auf jeden Fall. Sind hier allerdings auch schon relativ... Sind auf 400 Meter. Das ist gar nicht so... So wenig. Gucken wir mal. So. 77. Wir sollten auch bald mal reparieren, wenn es so weitergeht. Doch schon ein bisschen Mitleidenschaft gezogen mittlerweile. So, und hier sind halt auch die Riesenquallen. Na, gucken wir mal, was wir unten noch finden. Gleich müssen wir mal einen Nährstoffblock leider essen. Wobei, wir können auch Fische... Ja, wir fangen vielleicht kurz Fische. Beziehungsweise unser Aquarium müsste voll sein. Wir können eigentlich mal unser... Ja, wir werden mal unsere Seebahn gerade... Was? Na, nicht abdocken. Ist das jetzt alles angekoppelt? Ja, oder? Ich hoffe doch. Wir werden uns die Seebahn mal gerade hinstellen. Wir haben das Aquarium voll. Wir werden uns dann kurz mal Essen zubereiten müssen. Ja, gut, voll ist was anderes. Aber wir... Ja, gut, hier ist immerhin was drin. Aber es reicht zumindest, um zu überleben. Nein, nicht den... nicht den Blasefisch. Gut, wir haben nur einen. Dass ich jedes Mal die... Das ist tatsächlich... Das passiert mir so oft, dass ich die Blasenfische grille. Oh, den Pfeilflosser wollte ich eigentlich behalten. Scheiße. Okay, wir werden noch mal einen suchen müssen. Vielleicht finden wir noch einmal einen, wenn wir Glück haben. Flüssigkeit. Hier, Wasser. So. Dann das, 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 das. Das ist sehr schön. Und dann gucken wir doch nochmal.
zwar hier zwischen den Qualle ging es runter. Unter anderem. So, einmal aussteigen. Gucken wir mal hier. Ich nehme auch nochmal mit. So, Diamanten, Rubine. Das haben wir schon gescannt, oder? Ich glaube, die hier waren wir sogar schon. Ja, hier waren wir schon. Hier waren zwei Ionenwürfel, die haben wir schon mitgenommen. Okay, wir gucken mal unter eine andere Qualle. Hier waren wir schon. Reifisch. Die Schwärme kann man übrigens nicht einsammeln. Also nicht wundern, wieso ich da einfach immer durchschwimme und da keine Fische mitnehme. Die kann man nicht einsammeln. Wo haben wir denn geparkt? Da hinten. Wir können nochmal in die Qualle rein. Wobei, das war ein Erlebnis, das ich nicht nochmal haben muss. So. Und zwar, das dürfte ja nicht die einzige sein, oder? Ist das hier vor uns ein Riesenberg, oder was? Ich glaube, hier geht es schon wieder ins... Also wir sind relativ... Ich glaube, hier ist auch schon wieder Kartenende. Kann natürlich sein, dass ich mich komplett irre und es hier voll nach unten geht und da noch irgendwie voll das Biom ist. Und ich es einfach ignoriere gerade. Aber ich glaube, hier ist halt Kartenende. Irgendwas vor uns. Was Großes. Ein Berg. Ein recht großer Berg. Ist das nur eine? Ich lade mal das Schiff auf. Wir können in den Berg hier mal reingucken. Ich glaube, der Berg könnte recht interessant sein. Wenn er so ein riesen Berg ist, lohnt sich das, glaube ich, mal, wenn wir uns mal reingucken. Das ganze Ding hier. Hier nicht zumindest. Hier unten war noch so ein Riss. Oh, Lithium. Ne, hier geht's überall raus. Uranit würde hier an der Wand kleben. Nö, das sieht eher danach aus, wie wenn es hier nichts wirklich reingehen würde, zumindest. Das hier kennen wir noch nicht. Sowas hätte ich gerne. Wieso kann ich sowas nicht abbauen? Sowas hätte ich gerne. Als Lichtspender. Oder die Dinger hier. Kann man alles nicht abbauen. Schade. Titan. Gucken wir mal kurz auf den Berg. Fischi, Fischi, Fischi. Ah, und hier fangen die anderen Quallen dann dementsprechend an, das Biom. Wir sollten schon relativ nah an Lande... Ja, ja gut, einen Kilometer. An Robotic Pie sein. Das Biom haben wir auch noch nicht wirklich erkundet. Da können wir auch nochmal gucken, ob wir da noch vielleicht noch irgendwas Interessantes finden. Aber das war's hier so ziemlich. Der Berg schirmt das mehr oder weniger ab, das Biom. Wir können höchstens nochmal nach innen gucken und hier oben drauf jeweils. Bin mir relativ sicher, dass ja auch irgendwo ein Leviathan war. Oder ein Viech in Leviathan-Größe. Es sind nicht alles Leviathan, aber es gibt halt Tiere in Leviathan-Größe. So, Lithium. Lithium. Hallöchen.
aber das sieht eher danach aus, dass hier nichts weiter ist. No. Da ist nochmal eine Qualle, das müsste ein anderes sein. Die können wir uns höchstens nochmal angucken, ob wir da unter der Qualle vielleicht auch noch zufälligerweise ein Labor-Artefakt finden. Könnte sein. Das eine haben wir ja schon gescannt unter einer, aber wenn es hier zwei gibt, kann natürlich sein, dass unter der anderen natürlich auch nochmal so ein Ding ist. Ich glaube, das gucken wir uns schnell nochmal an. Aber sonst ist hier relativ wenig los. Hier ab und zu mal ein Kupfervorkommen, das hier ist unten wieder Titanvorkommen. War nichts Weltbewegendes zumindest. Dann gucken wir nochmal unter der zweiten Qualle, ob wir da was finden, aber sonst, ja, war es das hier leider erstmal. An interessanten Zeug. Also tatsächlich, ich glaube, wir fahren am besten, wenn wir mit der Story einfach dann weitermachen. Um weitere Hinweise zu bekommen, okay, wo müssen wir hin? Weil was ich halt gerade mache, ist mehr oder weniger freies Spielen, also... Ich suche mir meine eigene Story zusammen gerade. Mehr oder weniger. War das so? Ja, das war so hoch, glaube ich. Was wir übrigens mal machen können, ist das hier. Dass wir mit der Seebahn ein bisschen schneller sind. Weil tatsächlich, mir kommt es gerade so vor, wie wenn wir Bimmelbahn fahren. Und wir haben ja 8, also wir haben wirklich viel Energie, die wir nutzen können. So, und wir können mal hier gucken, ob wir hier noch irgendwie tiefer reinkommen. So. Und was unter der Qualle sich befindet. Wenn man überhaupt unter die tauchen kann, aber es sieht so aus. Oh, was ist das hier? Ach Gott, das sieht nach Wärmekraftwerk aus. Wärmekraftwerk, Wärmekraftwerk. Ah, doch, hier waren wir auch schon. Ja, genau, das war das mit dem Wärmekraftwerk, wo wir nochmal dieses die kleine Mini-Altera-Basis genau hierhin gefunden haben. Okay, das war unter Qualle Nummer 2. Dann können wir eigentlich tatsächlich wieder einpacken. Das Lithium, ja, wir werden jetzt kein Titan mehr mitnehmen, das lohnt sich einfach nicht. Weil unser Schiff jetzt eh schon mittlerweile voll ist, lohnt sich's nicht. Okay, unter Qualle Nummer 2 ist das gewesen. Hm, wir nutzen ein bisschen den Schnellvorwärtsschub. So, dann gucken wir mal nach da oben. Ist das ein Leviathan über uns? Sieht groß aus. Ich hoffe nicht. Wenn, dann werden wir es gleich feststellen. Wenn dem so wäre. Dann gucken wir mal, was wir da noch haben. Und dann geht es nochmal nach links und dann geht es zurück zur Basis, würde ich sagen. Oh ja, der Geschwindigkeitsschub macht auf jeden Fall Sinn. Hätte ich von Anfang an benutzen sollen, glaube ich. Wäre aber ein bisschen schnell unterwegs gewesen. Okay, hier ist das Schiffswrack, oder? Ist das ein anderes Schiffswrack? Ah, das ist das Heck, oder? Sah das aber nicht anders da aus? Haben wir das ja untersucht? Ja, oder? Ich glaube, wir sind nur auf der Seite, auf der ich noch nie war. Auf der linken Seite. Wir waren immer rechts davon. Ja, das müsste das sein. Das Heck, glaube ich. Der Merkur. Ist mir der Name auch wieder eingefallen. Ja, das ist das Heck der... Ja, hier haben wir geparkt. Ja, ja, okay. Das Heck der Merkur. Wir gehen mal in die Richtung. Gucken mal, was da sich befindet. Wir waren nie links von der, also links an der Seite von der Merkur. Deswegen kam es mir gerade so unbekannt vor. Guck mal, das war auch recht großes Ding. Ja, holla. Oh, das ist. Ja gut, okay, es ist noch eine relativ kleine, aber schon. Sobald wir unsere Seebahn reparieren. Wir sind bei 70%. So, und hier waren wir, glaube ich, jetzt auch noch nicht, wo wir jetzt uns gerade befinden. Aber hier sieht es auch relativ kahl aus und öde. So, das hier müsste die Insel sein. Rechts von uns. Hier ist so ein Krebs.
Hier müssen wir jetzt nochmal aufpassen, dass wir nicht irgendwo in den Leviathan reinstolpern. Das sieht doch noch ganz interessant aus. Wo geht's denn hier hin? Uah, Drehwurm. Da kommen jetzt aber auch wieder in das Quallenbiom, oder? Na, hier müsste auch irgendwo die andere Basis sein, die neben der Insel war. Ist das hier? Allen Körperteil. Ja, das ist das. Ja, hier ist wieder die große Qualle. Okay. Oh. Oh, oh. Meistens beschützt die aber was Geiles. Das war ein Leviathan. Meistens beschützen die was Cooles. Die Frage ist, was er hier beschützt. Weil hier haben wir noch nichts gefunden, glaube ich. Außer die eine Basis, aber dafür ist er ein bisschen hoch. Ich würde eigentlich gerne aussteigen oder reparieren. Ich weiß noch nicht, wie sinnvoll die Idee gerade ist. Kann sein, dass es nicht sinnvoll ist. Hier ist das Quallenbiom. Ja, schade. Okay, wir gehen zurück zur Basis und verfolgen die Story erstmal weiter, glaube ich. Ist am sinnvollsten. Hier sind ganz viele von den Quallen. Wir brauchen auch Wasser und so weiter wieder. Ihr müsst jetzt dann irgendwann die Wand kommen, wo wir dann in Richtung der Basis sind. Ja, Robotic Pie. Wo wir dann auch unter die Basis kommen, beziehungsweise dann ans, ja, oben auf dem, auf Land uns bewegen. Wir können natürlich uns auch nochmal auf Land bewegen, denn da sind nach wie vor halt noch die großen Würmer. Wo wir in irgendeiner Wurmhöhle dann auch Allens Körperteil, also das zweite Körperteil finden. Das uns ja schon bekannt ist, aber wo ich erst die Stampfer brauche. Und zwar nur eine ganze, ganze Reihe von diesen Stampfern. Damit wir da weiterkommen. Mal ganz kurz hier vorbeischauen, mit Krebs hierhin beispielsweise. Ja, guck mal da hin, mit Krebs hierhin, was ich da vorhatte. Hier bohren. Und irgendwo da sind auch dann die Ionenwürfel und unser Schneefuchs, den wir ja gebaut haben. Ja, sonst ist das hier relativ unspektakulär, das Biom. Klar, viele Quallen, sieht ganz cool aus, aber so von der vom Boden her. Geht's auch nicht wirklich tiefer unten, sondern es ist einfach nur karger Stein. So, würde eigentlich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei Subnautica Below Zero. Ciao, ciao, macht es gut. Und dann gucken wir uns die beiden Boje noch an. Und danach geht's erstmal wieder nach Hause. Bisschen Basisbau. Und dann gucken wir mal, die Story werden wir dann weiterspielen. Vielen Dank. Bis die Tage. Ciao, ciao. Macht's gut.